Willkommen zurück in Engelorakel. In diesem dritten Video zum LA Kolosseum möchte ich euch den Maneritenlösungsweg zeigen. In den vorherigen Videos habe ich euch ja bereits die meisten Quests und den Robinson-Lösungsweg zu diesem Gebiet gezeigt. Ich habe dafür jetzt den Spielstand geladen, den ich im vergangenen Video angelegt habe, wo ich also bereits kurz mit Nick Chauvin und Tori Robinson geredet hatte. Nur statt jetzt Gene zu verhören, werde ich jetzt einfach mit Mr. Manners reden. Mit dem unterhalte ich mich jetzt im Grunde über zwei verschiedene Quests. Zum einen erstmal über diese Kannibalismus-Geschichte. Dafür spreche ich ihn gezielt auf den Kannibalismus an. Dann erzählt er einen von wegen der Bibel und so weiter und dass er ja eigentlich nur Recycling betreibt. Dadurch habe ich dann unter anderem die Möglichkeit, ihm eine Alternative anzubieten. Ich schlage ihm also vor, jemanden zu organisieren, der ihm anderes Fleisch liefert, in dem Fall Kuhfleisch. Und dafür gibt er mir dann so eine Handelsvollmacht. Ich muss also nur noch jemanden finden, der Kuhfleisch gegen Waffen oder sowas tauscht. Das zweite, worauf ich ihn jetzt anspreche, ist halt die Angelegenheit zwischen Tori Robinson und ihm, beziehungsweise dass diese ganze Affäre, die Tori angezettelt hat, halt nur vorgetäuscht ist, um ihn zu stürzen. Daraufhin bedankt er sich und sagt, dass wir uns jetzt da wieder raushalten können. Er wird das Ganze schon erledigen. Wenn ihr jetzt das Gebäude verlasst, dann kommt gleich so eine Durchsage, also über das, was wir ihm gerade mitgeteilt haben und dass Tori Robinson jetzt auf der Flucht ist. Deswegen wird das Stadttor jetzt erstmal geschlossen und keiner kommt mehr aus der Stadt raus. Aber keine Angst, ihr müsst nur ein bisschen abwarten oder hier mal ein bisschen auf- und ablaufen. Und dadurch kommt dann gleich die nächste Durchsage, dass die Information durchgesickert ist, dass Tori entkommen ist und dass die Tore wieder offen sind. Ich laufe jetzt wie gesagt nur einfach mal kurz auf und ab. Hier hinten ist übrigens Ethan White, dem könnt ihr halt die Handschuhe aus der Playa del Rey bringen, wenn ihr die gefunden habt. Das ist übrigens so eine Sache, die in der aktuellen Version, also mit dem ersten Patch, noch ein bisschen verbuggt ist. Wenn ihr auf der Weltkarte einen gewissen Funkspruch einfach abbrecht, indem ihr in ein neues Gebiet geht oder den Call-Button drückt, dann könnt ihr die Playa del Rey und die Baldwin Hills und alles, was da an der Story dranhängt, durchaus verpassen. Weil ihr müsstet eigentlich diesen einminütigen Funkspruch komplett bis zum Ende anhören, um den eigentlichen Notruf da mitzubekommen. Voll gut gemacht. Wie auch immer, hier ist jetzt der zweite Funkspruch und der endet damit, dass Mr. Manners uns zurück in die Pressestube da beordert und uns neue Befehle geben möchte. Das Ganze läuft auf das Gleiche hinaus, wie wenn ihr Tori Robinson an die Macht gebracht hättet. Also im Grunde will er jetzt nur, dass Tori eingefangen wird und bittet euch, dass ihr das für ihn erledigt. Ihr sollt ihm also Tauris Kopf als Beweis bringen und außerdem zeichnet er natürlich den Ort auf eurer Weltkarte ein, an dem er Tori Robinson vermutet, was genau wie zuvor das Aquädukt von LA ist. Da das Stadttor ja auf ist, könnt ihr problemlos aus der Stadt wieder raus und dem auch nachgehen. Ach ja, was ich gerade ganz vergessen habe, in dem Augenblick, wo ihr Mr. Manners von der Affäre erzählt und diese Tori-Flucht beginnt, bekommt ihr übrigens euer siebtes Gruppenmitglied automatisch wieder zurück. In dem Falle wart ihr das also nur für 5 Minuten los, musstet keine Kämpfe oder sowas mit den 6 Mann bestreiten. Es ist ein bisschen einfacher quasi als auf dem Robinson-Weg. Was ich in dem Zusammenhang bzw. Video jetzt total vergessen habe, ist die Ausrüstung vom siebten Gruppenmitglied zurückzuholen. Das heißt, da hättet ihr gerade neben Sheriff Marshall nochmal kurz nach rechts abbiegen müssen und in dieses höher gelegene Gebäude mit den Wachen gehen müssen, um die da rauszuholen. Wie bei dem Robinson-Ende halt auch. Bevor ich euch jetzt aber das Aquädukt zeige, möchte ich euch nochmal kurz den Brentwood Dentist zeigen. Der liegt im Nordwesten. Oh, das ist nicht der Brentwood Dentist, das ist der Puff, von dem ja zwischendurch auch ein kleiner Notruf kam. Hier noch ein Stück weiter ist der Brentwood Zahnarzt. In diesem Gebiet könnt ihr gleich zwei Dinge aus Engelorakel erledigen, die ich jetzt auch zusammen abfassen möchte. Ja, am Eingang seht ihr, sind erstmal ein paar Workerbots, die ihr bezwingen müsst.
Die sollten euch hoffentlich keine zu großen Probleme bereiten. Eventuell seid ihr denen ja schon ein, zweimal begegnet. Es sind halt Dugan-Soldaten, dem scheinbaren Gegenspieler von Messias, wie ihr das ja hier in den Funksprüchen immer hören könnt. Hinter der Brücke hier in dem Dentwood-Zahnarztgebiet gibt es dann ganz viele Bills. Ganz links, bin ich jetzt einfach dran vorbeigegangen, ist einer, der Medikamente verkauft. Und hier ist dann Curly Bill, mit dem ich gerade rede. Curly Bill erzählt was davon, dass er eigentlich Cowboy ist, weil er so viele Cows besitzt, also war mehr ein Wortwitz, und den Job wechseln möchte. Er will Assassin werden. Dafür braucht er natürlich Waffen und somit ist er der ideale Tauschpartner für Mr. Manners. Ihr könnt dem also zeigen, dass ihr diese Fleischhandelsvollmacht habt und ihn dann nach einer Kostprobe fragen. Daraufhin erschießt er eine seiner Kühe, damit er euch gleich eine frische Probe geben kann. Und damit könnt ihr zu Mr. Manners zurück. Als zweites haben wir dann noch hier diesen Zahnarztbill, von dem könnt ihr halt diese Zahnhaftcreme oder wie das heißt holen für Mr. Paladino und der hatte ja ursprünglich dieses Gebiet auf eurer Karte eingezeichnet. Falls ihr jetzt irgendwas falsch gemacht haben solltet und mit Curly Bill quasi gekämpft habt und den getötet habt, sind auch alle anderen hier feindlich geworden und dabei könnte es dann passieren, dass ihr auch den Zahnarzt erschossen habt. Für den Fall gibt es diese Kiste hinter dem Gebäude, wo ebenfalls die Zahnhaftpaste für Mr. Paladino drin ist und damit könnt ihr dann auch diese Quest erfüllen. Ich habe sie jetzt halt doppelt, bringt mir nicht wirklich was, aber das sind halt die zwei Wege. Und das waren dann auch die zwei Dinge, die ihr hier in Brentwood Zahnarzt erledigen könnt. So, nun geht's endlich zu dem Aquäduktgebiet, was ich euch ja schon in dem letzten Video quasi vorenthalten habe. Wie ihr sehen könnt, liegt das einfach südlich von Engelorakel. Das Gebiet ist für beide Parteien vollkommen identisch. Ihr müsst den gleichen Weg nehmen und ihr müsst am Ende halt nur einfach jemand anderen bekämpfen. Die Feindanzahl ist gleich, die Bewaffnung der Feinde ist gleich, es ist alles identisch. Die komplette erste Hälfte von diesem Aquäduktgebiet ist unglaublich vermint. Ihr solltet also mit jemandem vorangehen, der gute Wahrnehmungsfertigkeiten hat, damit ihr alle Minen findet und die anschließend mit Demolitions, also Zerstörer ist es glaube ich, entschärfen könnt. Ich erspare mir das jetzt mal, jede Mine zu entschärfen. Ist für dieses Video ja nicht gerade hilfreich. Ich mache nur einen Weg in der Mitte frei, das dauert schon lange genug. Ihr selbst könnt ihr liebend gerne ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln und jede Mine entschärfen. Ich glaube, die Demolitions-Fertigkeit bringt noch von allen am meisten Erfahrungspunkte, weil es davon einfach unglaublich viele in diesem gesamten Spiel gibt. Und je nach Schwierigkeitsgrad hilft sicherlich auch noch der Sanitäter ein bisschen einen höheren XP-Schub zu bekommen. Dieses Aquäduktgebiet könnt ihr übrigens nur ein einziges Mal aufsuchen. Also sobald ihr Tori oder Mr. Manners getötet, den Kopf an euch genommen und das Gebiet verlassen habt, dann verschwindet das von eurer Karte wieder. Was logischerweise umso wichtiger macht, hier alles mitzunehmen. Also falls ihr die Minen entschärfen wollt, solltet ihr das jetzt tun. Und für mich ist das Ausschlaggebende hier außerdem, dass ihr den Toaster nicht überseht. Das habe ich selbst nämlich beim ersten Mal vollkommen verpeilt, dass hier in dem Gebiet ein Toaster steht. Okay, ich muss gestehen, der ist jetzt auch nicht so wichtig, beziehungsweise der Gegenstand daraus. Aber es ist halt doch schlecht, wenn man sowas übersieht. Der sollte jetzt gleich kommen, also hier ein bisschen weiter den Weg runter ist so ein komisches Warnschild und daneben steht dieser Toaster, da könnt ihr es sehen. Ähnlich wie dem Toaster in der Ranger-Zitadelle steckt hier tatsächlich etwas drin, was man in einem Toaster vermutet, nämlich ein Heizelement von einem Toaster. Falls ihr in dem Gespräch mit Mr. Manners ein bisschen aufgepasst habt, dann ist euch sicherlich untergekommen, dass der unheimlich gerne Toast essen würde, aber dass sein eigener Koch nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Toast zuzubereiten. Der Koch selbst schiebt das wiederum auf die Toaster, weil sämtliche Toaster im Ödland angeblich kaputt sind und dementsprechend sucht er halt einen intakten Toaster. Ihr könnt ihm zwar keinen kompletten Toaster bringen, aber hier dieses Heizelement später übergeben und damit ist der dann halt glücklich. In der letzten Patch-Version war dieser Kampf hier übrigens zweigeteilt und da haben einen sofort die Leute am Anfang
angegriffen. Deswegen habe ich jetzt gerade als erstes mal versucht, mich da zu verschanzen und dann gemerkt, es passiert gar nichts. Und bringe mich jetzt hier für den eigentlichen Kampf nochmal extra in Stellung. Das würde ich euch auch empfehlen, denn das sind hier schon eine Menge Gegner. Vor allen Dingen solltet ihr nicht zusammenstehen, weil hier sind zwei Feinde dabei, die einen Raketenwerfer haben und damit doch beträchtlichen Schaden anrichten können. Ich würde euch auch empfehlen, die gleich als erstes in dem Kampf zu töten. Der Kampf startet, sobald ihr Tori oder Mr. Manners sagt, dass ihr sie nicht laufen lassen könnt. Die Option an sich ist aber da, also ihr könnt an der Stelle auch sagen, dass die Person flüchten darf und dann müsst ihr hier den ganzen Kampf auch nicht ausfechten. Der Haken an dieser Lösung ist, dass ihr keinen Beweis dafür habt, dass ihr Tori oder Mr. Manners erledigt habt und somit bekommt ihr auch keine Belohnung von demjenigen, also von dem, der in Engel-Orakel an der Macht ist. Sobald ihr den Kampf erfolgreich beendet habt, braucht ihr nur noch aus dem Leichnam den Kopf von demjenigen Oberhaupt rausnehmen und könnt dann das Gebiet auf dem gleichen Weg verlassen, wie ihr reingekommen seid. Ich erlaube mir selbst an dieser Stelle jetzt mal den Weg an sich zu überspringen und springe direkt wieder zurück nach Engel-Orakel. Bevor ich jetzt aber zu Mr. Manners gehe, mache ich nochmal kurz einen Abstecher. Hier zu dem Koch nämlich. Dem könnt ihr wie gesagt das Heizelement aus dem Toaster geben. Ihr müsst mehr oder weniger nur sein Toaster-Problem zur Sprache bringen. Dann gibt es die Option dafür, ihr gebt das Ding ab und als Gegenleistung bekommt ihr dann 5x Mystery Meat von ihm. Ich setze das gleich mal ein, damit ihr die Wirkung auch sehen könnt. Das ist also ein 1,5-minütiger Buff, der euch alle 10 Sekunden 5 Con, also Gesundheit, wieder dazu bringt und außerdem 2 Glück. Ist jetzt nicht der Imba-Buff, den man unbedingt haben muss, aber eine nette Dreingabe. In dem Robinson-Weg könnt ihr den halt dann nicht mehr bekommen, beziehungsweise das Fleisch nicht bekommen, weil Sam zu den Manorites gehört und in dem Augenblick feindlich wird, beziehungsweise aus der Stadt vertrieben wird. Zurück bei Mr. Manners könnt ihr jetzt beide Quests einlösen, also ihm sowohl die Fleischkostprobe geben, die er dann ganz vorzüglich finden wird, und dann gleich, wenn wir das Gebäude verlassen, allen Bewohnern erzählen wird, dass sie zukünftig Rindfleisch essen werden statt Menschenfleisch. Und als zweites könnt ihr natürlich Tories Kopf übergeben. Dafür gibt ihr euch dann hier dieses Fertigkeitenbuch. Das gibt euch +1 auf die Führungsfertigkeit. Wie bei allen Fertigkeitenbüchern würde ich dazu raten, das erst relativ spät einzusetzen, weil die Stufen ja mit der Zeit kostenspieliger werden, was die Fertigkeitenpunkte angeht. Und somit lohnt es sich, das für den letzten Punkt oder zumindest für die letzten Punkte aufzusparen. Weil die letzten 3 oder 4, glaube ich, immer 6 kosten und der letzte dann 8 Fertigkeitenpunkte, ist halt lohnenswert. Ja, damit bin ich so gut wie durch mit Engel-Orakel. Ich muss jetzt eigentlich nur noch kurz Mr. Paladino seine Zahnhaftcreme geben. Und dann habe ich, glaube ich, jede Quest hier in Engel-Orakel abgehakt. Wie ihr jetzt sehen könnt, gibt uns Mr. Paladino dafür eine Kevlar-Weste als Belohnung. Ist jetzt nicht der Hammer, aber zumindest ein bisschen was. Könnt ihr ein bisschen Geld sparen, falls ihr die noch gebrauchen könnt. Das war's dann hier in Engel-Orakel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Falls euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte mal den Like-Button, damit es auch weitere Leute erreichen kann.